Das war ein Rekordsommer, meldet der Deutsche Wetterdienst. 817 Sonnenstunden in den Monaten Juni, Juli und August. Der sonnigste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und damit hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und es geht heute um die Photovoltaikzahlen meiner Ertragszahlen meiner Photovoltaikanlage für den Monat August. Das hattet ihr euch gewünscht und natürlich bekommt ihr die Zahlen hier zu sehen. Und ihr bekommt sie auch in den schlechten Monaten zu sehen. Keine Bange, wir gehen ja jetzt in den Winter hinein. Auch im Januar kriegt ihr Zahlen zu sehen. Vorweg ein paar Infos noch zur Situation am Strom- und Gasmarkt. Ich empfehle euch, wenn ihr mögt, uns es noch nicht gesehen habt, das Video mit Heiko Mewert haben wir hier gefilmt in dieser Location. Und Heiko hat auch die schnelle Runde gemacht am Sega Daytona. Es gibt heute viele sogenannte Energieexperten, die im Wohnzimmer Videos machen und das Merit-Order-Prinzip erklären. Aber Heiko ist einer, der macht das seit 1996 hauptberuflich, ist da ganz tief drin und kann es super gut erklären. Und deshalb meine Empfehlung an euch, einmal dieses Video anschauen zu der aktuellen Situation an den Strom- und Gasmärkten. Dann auch noch mal ganz kurz auf die Kommentare zu dem Video, was ich Anfang August gemacht habe. Da ging es um die Mehrkosten. Was würde denn auf mich mit meinen bisherigen Verbrauchszahlen an Mehrkosten Strom und Gas für das Jahr 2023 dazukommen, wenn ich mich jetzt am Markt umschauen müsste? Das waren in Summe rund 6.000 Euro im Jahr, die da mehr auf mich zukommen würden. Das Video ist heiß diskutiert worden, geht jetzt Richtung 100.000 Aufrufe und es gibt viele, viele Kommentare darunter. Da ist auch einiges darunter, was ich echt habe löschen müssen. Mache ich wirklich selten. Aber wenn es ins Beleidigende oder Unseriöse reingeht oder reine Propaganda ist, dann muss ich da leider eingreifen. Schaut es euch mal an. Die Briefe sind ja jetzt raus. Die meisten von euch wissen, was da auf sie zukommt. Die Gasumlage ist raus. Sind ja nicht nur eine, sondern drei Gasumlagen, die da kommen. Also spannende Zeit. Und auch die Kommentare darunter, wenn man Nord Stream 2 aufmachen würde, dann würde alles wieder besser werden, sind doch echt realitätsfern. Du kannst auch 5 Leitungen haben. Aus Russland kommt kein Gas mehr. Und damit werden wir umgehen können. Und der Weg, wie man damit umgeht, sind vor allem die erneuerbaren Energien auszubauen. Und das ist auch der Sinn dieses Videos, was ich hier für euch mache. Vorweg ein paar Hinweise zu meiner Photovoltaikanlage. Das habt ihr euch auch gewünscht, was ich denn für eine Photovoltaikanlage habe, wie groß sie ist, wie sie aussieht. Hier die Infos zu meiner PV. Unsere Photovoltaikanlage hat 13,3 Kilowatt Peak Leistung. Das sind insgesamt 40 Module, die verteilt auf der Ost- und der Westdachfläche unseres Hauses montiert sind, im Süden von Hamburg. Gesteuert wird das Ganze von einem Hauskraftwerk von E3DC, Modell S10E8, mit einer integrierten Batterie, also einem Hausakku mit 12 Kilowattstunden Kapazität brutto und 10,8 Kilowattstunden Kapazität netto. Ja, und um das jetzt vernünftig auswerten zu können, muss ich euch mitnehmen an meinen Computer, meinen PC, wo ich in das Portal meiner Photovoltaikanlage dann mit euch reingucke und das einmal mache. In der Zeit, in der ich jetzt rübergehe, habe ich noch eine Denksportaufgabe für euch, denn dieses Teil hier, das wird eine ganz wichtige Rolle spielen bei unserem E-Cannonball. Ihr wisst wahrscheinlich, wir fahren wieder mit 70 Elektroautos und das wird eine tolle Veranstaltung. Hier alle Infos dazu. Am Sonnabend, den 24. September, fahren wir mit 70 batterieelektrischen Fahrzeugen im Herzen von Norddeutschland. Und ihr könnt live dabei sein, entweder an Start und Ziel in Hamburg oder an der Strecke unterwegs. Das Ganze streamen wir für euch wieder live auf YouTube, schalten in die Fahrzeuge hinein und zu unseren Außenreportern an den entscheidenden Checkpoints und Ladestopps unterwegs. Mehr dazu auf unserer Website e-cannonball.de und auf dem e-cannonball YouTube-Kanal. Und da sind wir auch schon volle Kanne drin in dem Chart aus dem E3DC-Portal. Hier oben seht ihr den Hausverbrauch, kein Urlaub, wir waren also durchgängig da. Schwankt ein bisschen, kommen wir gleich zu. Wir gehen gleich ein paar Tage durch, die da wirklich interessant sind. Und hier unten seht ihr die Produktion, damit fangen wir mal an. Und ihr seht, dass wir eine Produktion haben von 1.433 Kilowattstunden, die wir hier vom Dach hergestellt haben. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Wir haben einige Tage dabei, wo wir hier auch 60 Kilowattstunden am Tag produziert haben oder 50, also die drei Tage hier auf jeden Fall. Hier in der Mitte des Monats auch, dann war es ein bisschen mau. Zum Monatsende wurde es wieder sonniger. Also man kann das Wetter praktisch schon so richtig sehen, wenn man eine Photovoltaikanlage hat, sieht man das hier schon richtig gut grafisch dargestellt.
Wenn man das mal teilt, unsere Photovoltaikanlage hat ja 13,3 Kilowatt Peak, dann sind 1433 durch 13,3 sind 107. Also wir haben 107 Kilowattstunden erzeugt pro Kilowatt Peak. Das finde ich für den Monat August und diese Ost-West-Ausrichtung der Anlage ganz ordentlich. Da geht mehr. Es geht immer dann, wenn die Anlage nach Süden ausgerichtet ist und etwas optimaler vom Winkel in die Sonne gehalten ist und wenn die ganze Photovoltaikanlage etwas mehr im Süden steht, in Bayern oder so, da hast du höhere Zahlen. Aber hier für unsere Hamburger Fischkopf-Situation hier oben und dann Ost-West mit 45 Grad Dachneigung auch noch, sind ja zwei Winkel, die da sind, dann finde ich das schon sehr gut. Wir haben eingespeist noch 468 Kilowattstunden Strom, steht hier. Die haben wir ins Netz gegeben. Das ist die Menge an Kilowattstunden, die wir in die Batterie eingeladen haben, 365 Kilowattstunden. Und das ist der Direktverbrauch, was also 1:1 direkt vom Dach gleich weitergeleitet wurde. In die Batterie, das finde ich auch ganz interessant, 365 haben wir eingespeist, 339 haben wir ausgespeist. Die Batterie hat eine Größe von 10,8 Kilowattstunden netto. Und wenn man jetzt die 339 durch die 10,8 teilt, dann kommt man auf 31 Zyklen, die das Ganze gemacht hat. Und das finde ich schon ganz ordentlich. So, mal wieder klicken, damit ich hier den Bildschirm wieder sehe und euch zeigen kann. Ja, Netzbezug in dem Monat sind tatsächlich hier stets 123 Kilowattstunden, die wir noch bezogen haben. Also verdammt wenig, wenn man bedenkt, um welchen Stromverbrauch es hier geht. Und das sehen wir dann hier oben. Wir haben also 87% Autarkie. Also die 123 Kilowattstunden stellen 13% unseres Stromverbrauchs dar. Zu 87% haben wir unseren Strombedarf vom Dach und aus der Batterie gedeckt. Das ist eigentlich super und genau das, was ich wollte. Ja, hier oben sehen wir den Verbrauch. Wir haben also hier einen Verbrauch von 968 Kilowattstunden. Das stimmt so nicht ganz, denn da sind die Verluste nicht mit eingerechnet, die die Anlage selber produziert. Das kann man hier in dem Solarmanager etwas besser sehen. Da seht ihr wieder die 1400 Kilowattstunden Einspeisung. Ihr seht aber einen Verbrauch von 1052 Kilowattstunden, also ein Megawatt Verbrauch im Haus. Ist natürlich relativ viel, teilt sich aber ungefähr zu gleichen Teilen in rund 500 Kilowattstunden, die wir im Haus verbrauchen, und rund 500 Kilowattstunden, zeige ich euch gleich noch, die wir in dem Monat in der Elektroauto-Ladestation verwurstet haben für die Autos. Ja, und dann gehen wir mal in so ein paar Tage hinein, in so ein paar Details. Wir nehmen mal hier raus den August und gehen mal mit dem 3. August los. Das war so ein relativ mustergültiger PV-Tag, kann man hier ganz gut sehen. Hier geht die Sonne auf und dann haben wir hier diesen Erzeugungsbuckel und dann geht es hier richtig schön hoch und dort wieder runter. Das Grüne hier vorne ist das Aufladen unserer Hausbatterie, nachdem die voll war. In Blau ist das Einspeisung ins Netz und das hier unten ist der Hausverbrauch. Da haben wir also dann praktisch gar nicht so viel uns angepasst. Hier haben wir irgendwas gemacht, wahrscheinlich den Wagen aufgeladen, kann man hier sehen, um noch ein bisschen von dem Verbrauch entsprechend zu retten. Dann habe ich den 5.8., das war tatsächlich der schwächste Tag, einer der schwächsten Tage. Wir haben hier tatsächlich 22 Kilowattstunden Strom produziert, also relativ wenig, und haben den Tag aber trotzdem rumbekommen. Ihr seht das hier, Autarkie 39%, eine Katastrophe. Warum? Durch den hohen Netzbezug an dem Tag. Und das kam daher, weil hier, ihr seht es hier abends, da diesen Riesenbuckel mit 20 Kilowatt Leistung, dort ist die Renault Zoe bei uns aufgeladen worden. Das sind dann mal so Situationen, dass eine Photovoltaikanlage ist schön, aber an diesem Tag musste das Auto aufgeladen werden, um am nächsten Tag abfahrtsbereit mit 100% Ladung dazustehen. Und dann, dann gibt es keine zwei Meinungen. Ihr seht, wir haben ansonsten an diesem Tag den Verbrauch anpassen können, aber hier am Abend ging es dann los. Da haben wir also aus der Batterie entnommen und aus dem Netz, und daher erklärt sich an diesem Tag diese relativ schlechte Bilanz, wo wir 22 Kilowattstunden nur produziert haben, aber insgesamt hier rund 40 Kilowattstunden fast verbraucht haben. Und damit haben wir natürlich eine sehr schlechte Autarkie an dem Tag. Dann haben wir den 10. August.
ein Tag, der wirklich zu den besten gehört, die wir in dem Monat hatten. Ihr seht hier wieder diese Produktionskurve und hier fällt auf, dass wir hier in den ersten Stunden des Tages, also von hier bis hier, nur so einen Buckel haben. Also vielleicht könnt ihr das erkennen, ich nehme mal die Maus weg, das ist so ein Plateau auf ungefähr 4000 Watt, also 4 kW Erzeugung, von da bis da. Ich nehme mal die Maus weg, dann könnt ihr das sehen und dann gibt es hier so einen plötzlichen Knick und dann geht es weiter hoch. Das ist typisch für ein Ost-West-Dach, das heißt, diese erste Phase rund um 9 Uhr wird wirklich von der Sonne nur das Ostdach beschienen. Das ist also die 4000 Watt, ist also das, was unser Ostdach herstellen kann. Und wenn dann so gegen, ich sag mal 11, was ist das hier, wie viel Uhr, 11 Uhr, 10.30 Uhr, 11 Uhr, kommt die Sonne dann langsam übers Dach rüber und scheint auch auf das Westdach, wo wesentlich mehr Photovoltaikplattenmodule liegen. Und dann geht die Erzeugung hier auch hoch und kriegt dann irgendwo ihr Maximum mit 6 kW ungefähr bei diesen Witterungsbehältnissen. Und dann geht das am Abend so wieder runter. Also hier ganz klar Ost-West, diese Einkerbung ist da klar zu sehen. An dem Tag haben wir tatsächlich relativ viel hergestellt, nämlich 60 Kilowattstunden, das ist schon eine Menge. Wir sind dann zu fast 90% autark gewesen, haben noch 3 Kilowattstunden an dem Tag gekauft. Da kann man mal gucken, woher die kommen. Und die kommen hier aus der Nacht, denn ihr seht, dass wir am Vortag die Batterie leer verbraucht haben und hier in den Nachtstunden bis morgens praktisch aus dem Netz Strom haben ziehen müssen für irgendwas, was hier nachts um 1 angegangen ist. Ansonsten wäre das nicht passiert und dann wäre die Autarkiequote entsprechend höher geworden. Jo, und wir haben an diesem Tag entsprechend dann 24 Kilowattstunden Strom eingespeist. Finde ich viel. Dann der 12. August, das ist so ein idealer Photovoltaiktag gewesen. Wir haben auch hier wieder eine tolle Produktion, das heißt, es geht schön hoch und erreicht dann hier so einen Peak bei 6000 Watt, also 6 kW und dann abends wieder runter. Wir haben 60 Kilowattstunden an Strom wieder produziert, aber ihr seht, wir haben nichts davon ins Netz abgegeben. Und da hat das mal funktioniert, habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben und mal so ein bisschen rumgetrickst. Wir haben hier eine Autarkiequote von 99% an dem Tag. Wir haben also nichts mehr, nicht mal eine Kilowattstunde aus dem Netz bezogen. Und das liegt daran, weil ich PV-Überschussladen gemacht habe und wirklich alles ausgereizt habe, um hier die Verbrauchskurve entsprechend anzupassen. Man sieht das ganz gut, wir bleiben vom Verbrauch ziemlich genau unter der Erzeugungskurve und an dem Tag ist praktisch, haben wir uns quasi selbst versorgt mit dem Haus und den Autos und allem drum und dran. Ich werde euch das mal hier kurz in der Solarmanager-Kurve nochmal zeigen. Das war der 12. Wir gehen auf den Tag, das dauert hier immer einen Augenblick und gehen auf den 12. August. Da sind sie. So, hier seht ihr den Tag nochmal in der Auflösung vom Solarmanager und hier kann man das ganz gut sehen. Man kann sogar hier sich unter Geräte die Ladestation einblenden lassen. Man sieht hier diese rote Kurve. Ich versuche es mal einen Tick größer zu machen auf den eigentlich interessanten Bereich. Dauert dann wieder einen kleinen Augenblick, bis das aufgezoomt hat und jetzt sieht man das, glaube ich, ganz gut. Hier geht morgens die Sonne auf, das ist dieser Buckel bis hier ungefähr. Dann kommt auch das Westdach dazu. Man sieht, dass die Erzeugung da dann nochmal einen Verlauf nach oben nimmt. Wir haben hier schon morgens um 9 mit dem PV-Überschussladen gestartet. Hier gibt es einen kleinen Peak, hat ein bisschen gedauert, bis die Elektronik sich hier angepasst hat. Diese rote Linie ist die Ladestation, die sich da ganz gut anpasst. Zwischendurch hakt sie kurz mal aus, warum weiß ich nicht, aber sie passt sich hier treppchenweise sehr gut mit an. Hier ist sie durch irgendwas irritiert gewesen, sodass sie das kurz abgebrochen hat. Dann haben wir das abgebrochen. Hier seht ihr eine blaue Linie. Das ist die andere Ladestation. Wir haben ja zwei. Eine links, ich sag mal links und rechts, so heißen sie bei uns. Also hier oben ist die eine. Dann haben wir damit aufgehört, haben hier über Mittag ein anderes Auto geladen und dann in den Abendstunden hier wieder die andere Ladestation. Insgesamt 60 Kilowattstunden hergestellt, 58,9 verbraucht, 0,3 ins Netz geschoben. So macht das Ganze Spaß. Autarkiegrad 99,8%. Super Tag, finde ich. Wirklich gut. Dann zeige ich euch hier noch einen sehr interessanten Tag.
Das ist der 19. August gewesen. Ein Tag, ja, ich sag mal, das war dann schon ein bisschen trübe und traurig. Hier seht ihr das so im Bereich des Vormittages, mittags eigentlich die Photovoltaikanlage nicht so gut beschienen wurde von der Sonne. Wir haben an diesem Tag tatsächlich nur 27 Kilowattstunden Strom hergestellt, aber wir haben auch den Verbrauch angepasst. Ihr seht hier keine großen Exzesse mit PV-Überschussladen oder ähnlichen Verbrauchern, sodass wir auch an diesem Tag eine Autarkie von 99% hergestellt haben. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Aufgaben, die wir bei der Energiewende haben. Man kann bei erneuerbaren Energien nicht immer willenlos am Regler drehen und mehr Strom produzieren, sondern man weiß ungefähr einen Tag im Voraus, wie viel Strom man da haben wird. Und da muss man sich ein bisschen anpassen. Das werden wir zukünftig lernen müssen. Und das kann man hier an dem Tag ganz gut sehen und kann auch entsprechend gut sehen, wie man das im Kleinen macht. Und so funktioniert es dann im Großen auch. Dann hier noch die Ladestation, nur so zur Info für euch, August, 490 Kilowattstunden haben wir geladen, sind also ungefähr die Hälfte von dem Hausverbrauch. Ich gehe nochmal auf den Monatswert August. Da sehen wir, wir haben 1052 hier unten, 1052 Kilowattstunden Strom verbraucht und davon sind 490 Kilowatt alleine in Stunden alleine in die beiden Autos geflossen. Das soweit zu meinen Zahlen. Ja, das sind doch beeindruckende Zahlen, oder? Und er hier ist immer noch da. Wie gesagt, dieses Teil wird beim E-Cannonball eine gewichtige Rolle spielen, eine große Rolle. Also das als kleiner Hinweis. Habt ihr sicherlich im Video von Arnie und Uwe schon gesehen. Also bleibt dran. Jeden Sonntag gibt es die Videos zum E-Cannonball. 24.09. wird eine super, super Veranstaltung für alle, die sich für Elektromobilität interessieren. Ja, wenn ich mal so zusammenfasse, wie ich die Zahlen hier so gesehen habe, dann ist das schon ganz beeindruckend. Tatsache ist, wir haben, das könntet ihr sehen, so ein bisschen den Zenit der PV-Erzeugung überschritten. Es geht jetzt langsam runter. Der August war eben schon nicht mehr so stark wie der Juni und auch nicht so stark wie der Juli. Aber es ist doch irre, wie wir da zurechtgekommen sind. Wenn ich das mal ausrechne, dann haben wir 123 Kilowattstunden aus dem Netz bezogen und das bepreist mit einem Strompreis von immer noch im Moment 35 Cent. Das wären 43 Euro. Und im Gegenzug dazu bekomme ich eine Einspeisung 6,2 Cent ungefähr für die 468 Kilowattstunden, die ich eingespeist habe. Das sind 29 Euro, also 43 Euro Stromverbrauch, 29 Euro für die Einspeisevergütung. Dagegen rechnet sind dann noch 14 Euro effektive Stromkosten für ein freistehendes Einfamilienhaus mit 4 Mann Besatzung an Bord, sozusagen mit Gaming-PC, Playstation, Waschmaschine, Wäschetrockner und allem anderen, was man da heute so hat, und 2 Elektroautos. Jetzt muss ich fairerweise noch dazu sagen, ich habe zumindest mein Elektroauto unterwegs noch ein-, zweimal aufgeladen. Das waren keine großen Summen. Der Strombedarf kommt dann quasi dazu. Das mache ich eigentlich unterwegs, wenn ich irgendwo parke und an der Ladesäule stehe, dann stecke ich auch den Stecker rein, egal wie voll oder leer der Akkustand ist, ohne da den Stecker reinzustecken, parke ich da nicht, auch wenn das in Hamburg hier zulässig ist. Und da kommen vielleicht noch 15, 16, 20 Euro irgendwie dazu für den Strombedarf unterwegs. Das war nicht viel. Ja, wie geht's weiter? Ich bin gespannt, wie der September wird. Die ersten Tage lassen sich so ganz gut an. Mal gucken, wie lange das so anhält. Der viele Sonnenschein ist für eine Photovoltaikanlage natürlich genial. Für die Natur ist es langsam eine Katastrophe. Die Böden sind feucht, unser Garten ist knochentrocken. Also von daher wird es Zeit, dass es mal regnet und dass das Wetter sich auch ein bisschen bedeckt, ein bisschen zuzieht und dass die Natur da auch mal wieder bedient wird mit Niederschlägen. Wir werden dann sehen. Es geht dann nachher in die harte Zeit, November, Dezember, Januar. Das sind so das Tal der Tränen für die Solarbesitzer, wo, ich sag mal, vom Dach dann nicht mehr viel oder gar nichts mehr kommt, die Batterie vielleicht auch nicht aufgeladen wird. Ich habe es persönlich live noch nie erlebt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Zeit. Und wenn dann ein Jahr rum ist, dann kann man auch eine echte Bilanz ziehen, wie diese Photovoltaikanlage sich geschlagen hat. Bis jetzt hat sie alle meine Erwartungen wirklich mehr als erfüllt und ich finde sie auch genau richtig dimensioniert. Man kann ja lange darüber diskutieren, ob man das Dach nun unbedingt voll machen muss oder nicht oder ob man sie bedarfsgerecht auslegt. So wie sie gebaut worden ist mit dem, was da oben auf dem Dach ist, finde ich sie absolut super, prima und bin mit den Zahlen, die da sind, super zufrieden. Was meint ihr? Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Und denkt dran, E-Cannonball 2022 Ende September. Auf bald, euer Oliver.